Das gibt's doch nicht. Hört auf. I'm here. I'm here. I'm here. Bin ich jetzt gerade übernommen? I'm here. Ah, ich bin bewegungsunfähig. Das war nicht gut. Yes. Aber sowas fand ich gut. At once. Ich wurde gerade von zwei Sumpfsporen sowas von den Allerwertesten getreten. Ja, ich kann zurück nach Ketnur. Rasten und dann wieder zurück in die Sturmwallschlucht. Wegen dieser kleinen Aktion gerade eben. Und ich habe keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Also außer, dass Kanna ständig übernommen wurde und sein Gesang uns getötet hat. It keeps coming along nicely. Also ja, das Übungsgelände steht. Sehr schön. Wir können rasten. Übungsgelände macht Macht, aber Verfassung finde ich immer noch am besten, ne? I'm here. Was macht der Ausbau? Es wird gerade nichts gebaut, weil ich vergessen habe, was im Bau zu geben. Ja, sehr schön. Ja, Forum. Also zurück zur Sturmwallschlucht. Das waren jetzt ein paar verschenkte Stunden Bauzeit. Egal. Ein Bittsteller ist eingetroffen. Okay, wenn ignoriert. Dann minus 4 Prestige für 3 Tage und geringere Reputation bei Zwillingsulmen. Der? Kümmer du dich mal darum. At once. I'm here. Und irgendwie bin ich gerade verbuggt. Ich werde nicht mehr angezeigt. Also mein Ring ist weg. On the hunt. Okay. Jedenfalls hier gerade. Ich hoffe mal, das gibt sich wieder. Irgendwann. Steinklopf, du hörst das Knarzen und Schleifen aus dem Steinkopf über dir. Die Adrasteine in seinen Augenhöhen leuchten grün. Eine Stimme tief und dröhnt halt aus dem Steinmund. Was als Sprachwirrwarr beginnt, wir schließlich zu deiner Muttersprache. Es gibt keine präzisere Klinge als Essenz, die in Bronze gespielt wurde. Wende dich zweimal links und bereite deine Seele auf ihre Abrechnung vor. Okay. Die inventarischen Symbole sind abgenutzt und verblasst, aber die Worte bilden einen bekannten Akkord, pflichtig und Eigennutz.
Die Treppe ist eingeschüttet und hat ein gehendes Loch zum Stockwerk darunter zurückgelassen. Nach unten sehen. Das untere Stockwerk ist dunkel, doch du siehst Wasserpfützen und Pilze, die auf den Steinoberflächen wachsen. Ja, da geht's runter in den Bereich, wo wir schon waren, wahrscheinlich. Aber ich will eigentlich hier in dem Bereich mich noch umsehen. Oh, Witwenmacher. Toter Witwenmacher. Also gut, ich soll mich zweimal nach links wenden. Ich habe aber keine Lust, mich nach links zu wenden. Oh. Geister. Ja, kann er mal auf die Waffe. Hat jeder seine Waffe, die er haben sollte? Ja, sieht danach aus. Okay. Absolutely. Okay. Die Symbole hier fangen das Licht des Pullenbeckens auf. Alle Ehre gebühren denen, die sich für den Ruhm Engwys selbst aufgeben. Die bleichen Steine um den Raum herum wirken matt und leblos. Ah, guter Säbel. Mal wieder einer. Aber gut, hier ist nichts drin. Also nichts mehr. Oh, ein Level-Up für mich. Nur für mich. Ich sehe echt komisch aus mit dem Topfhelm. Ja, das wird für Mechanik aufgehoben. Unbelasteter Glaube, seltsame Gnade. Kann ich irgendwas Defensives? Stellung halten, Feinde gebunden, wäre gar nicht mal so schlecht. Körperkontrolle. Unaufhaltsam, nö. Vorsichtiger Angriff ist auch nicht so wirklich. Anmutiger Rückzug, überlegene Abwehr. Offensiv. Haben wir schon einen Waffenschwerpunkt? Zwei Waffenstil, Einhand. Stil. Oh ja, Einheitsstil wäre nicht schlecht. So. So, noch ein Witwenmacher. Ah, nee, Kristallspinnen. Selbstverteidigung. Defensiv hätte ich da gerne. Und ihn hätte ich eigentlich auch gerne auf Defensiv. Selbstverteidigung ist nämlich immer so kontraproduktiv. Eyes open. So, das Ding hat gesagt, ich soll zweimal nach links, aber rechts gefällt mir dann besser. Hi, Jungs.
So, die Spinne hatten wir kurzzeitig übernommen, aber dadurch, dass wir sie gleich wieder angegriffen haben. Du spürst ein unangenehmes Gefühl in deinem Kopf. Kriechen, krabbeln, ein hohes Pfeifen bewältigt deine Sinne, begleitet von einem wütenden Ausstoß. Eindringlich Dieb, die Stimme ist wild fremd, sie zuckt in deinem Verstand wie ein Blitz. Nadelstechen mit jeder Silbe, dein Gehirn verschwindet jedoch plötzlich zusammen mit der Stimme. Das Pfeifen in deinem Kopf ist fort. Okay. Die schlangenartigen Symbole zeigen von Engwit, die Dämonen eingelassen sind, formen sich in deinem Verstand zu Wörtern. Der Krieger ruft zwei Augenzeugen auf, die vor dem Emblem Stellung beziehen sollen, um Zeugnis über das Wesen seiner Seele abzulegen. Der Krieger besteigt mit dem Sehengefäß in der Hand das Podium, um sich dem Transfer zu unterwerfen. Sein Sehengefäß und eine Waffe mit einem Herz aus Adratag darf sich der Krieger dann der Urne nähern. Auf diese Weise formt er einen Arm, der seiner Fähigkeit und Ambition wert ist. Mhm. Durch die Mitte dieses Podests ziehen sich zylindrischer Hohlraum, der kaum breiter als der Schaft einer Waffe ist. Okay. Vielleicht sollten wir doch erstmal auf die Stimme hören und zweimal nach links gehen. Also links und links. Und uns damit Geistern anfreuen. Wie gerade alle Schatten so die trauernde Mutter angreifen. Sie ist nicht Alof. Absolutely. Die andere Augen des Steins leuchten und eine Stimme ertönt aus seinem offenen Mund. Die Vergangenheit ist der Knopf des Schwerts. Der wahre Krieger greift es und kennt seine Stärke. Sprich, welche Eigenschaft definiert dich? Ich bringe Leute zusammen. Ich bin am stärksten, wenn ich Seite an Seite mit meinem Verbündeten arbeite. Ich bin zuverlässig und beständig. Ich kann mit Geduld und Hingabe jedes Hindernis überwinden. Ich bin am mutigsten, wenn die Lage am schlimmsten ist. Ich stelle mich den Prüfungen des Lebens und triumphiere. Wenn etwas getan werden muss, lasse ich nicht zu, dass etwas im Weg steht. Ich treffe die schweren Entscheidungen. Nehmen wir mal die drei. So ist es mit deiner Macht. Ein Symbol brennt an der Wand hinter dem Steinkopf. Hat das nicht noch was zu sagen? Der Steinkopf bleibt stumm, seine Adleraugen sind trüb. Hoste out of sight. Also ja, wir haben auf jeden Fall da noch einen Raum gesehen. Da ist der Eingang dazu, zu dem Raum. Wobei es so aussieht, als ob wir hier mehr als nur das haben. Okay. Tritt näher und sprich dein Begehr. Certainly. Auf dem Fels blinken kleine weiße Steine. Sie scheinen alle fest fixiert zu sein. An einer Stelle aber, wo du anscheinend eine entfernt wurde, ist jetzt ein Loch. Okay. Als ein grünes Licht aus dem Auge des Reliefs schießt, hörst du eine weitere tiefe, raue Stimme.
Begierde ist das Ziel der Seele. Sie ist ihr Sinn und ihre Richtung, die Spitze einer Klinge. Verleih deinem Ehrgeiz Stimme, auf das deine Seele zielsicher zuschlägt. Ich begehre Widerstandskraft und die Fähigkeit, Stärke aus meinen Mühen zu ziehen. Ich möchte eine mächtigere Version meines jetzigen Ichs werden. Ich will alle um mich herum inspirieren und meine Stärke unserem gemeinsamen Zweck schenken. Ich will meine Feinde durch meine Macht überwältigen. Nehmen wir mal die drei.